Hey, willkommen zurück zu einer neuen Folge Sherlock Holmes. Wir waren in der letzten Folge auf dem Weg zu Scotland Yard, um den kleinen Bübele da zu verhören, der in der Nacht in diese Hütte eingebrochen ist, der definitiv nicht der Täter war. Das weiß aber natürlich nur ich, weil ich ein Fuchs bin. Oh, und stehe schon mitten bei Scotland Yard. Good morning, Mr. Holmes. Can I help you? Good morning, Constable. I would like to speak to the fellow who was arrested at Woodman's Lee last night. Ah, the young man. He's waiting in the interrogation room. You can go straight through. His belongings are held in the evidence room. Thank you. Oh, was ist hier? Ganz fieser Geheimraum hier. Ja, ganz Gegenstände. Uiuiuiui. Da müssen wir gleich mal gucken. Den Ring, den mobs wir ihm, oder? From R. Dawson to my friend and partner. AD83. Ja, das sagt uns schon mal nichts. Taschentuch. J.H.N. A pocket knife. It was used to force the door of Peter Carey's cabin. Das Messer ist ja voll am Ende. That we found on Peter Carey's cabin floor. Das gehört ja nicht ihm, oder? Also wissen wir nicht. These abbreviations mean something. But what? Komme ich nicht drauf. Ich habe ein bisschen das Ding, dass wir hier noch was übersehen. Wenn ja. Er ist alles untersucht. Der Ring, den kann ich nehmen. Wieso sagt er denn da nichts dazu, dass da was steht? Egal. Gehen wir mal zu dem jungen Mann. Und quetschen den aus. Alter, wie du dich halt hier frei... Ich kann überall hinlatschen. Was geht denn ab? Leichenhalle hier. Gar kein Ding, ja. Kennt man ja bei der Polizei. Kannst dich frei bewegen. Wobei, ist ja... Das ist ja Sherlock Holmes. Ah, hier kann ich auch noch rein. Ach, da ist er ja. Nee, ich will noch woanders hin. Oder ist nur eine Zelle? Das bringt. So, dann pass mal auf, Spolzfreund. Freund Blase. Ich möchte Informationen zu dem Matrosenmesser haben. The sea knife was found near Carey's body. Tell me, Mr. Nelligan, did Mr. Carey try to defend himself or to attack you with it? I don't know. I didn't kill anyone. Junge. Does this notebook belong to you? Yes. But where did you find it? I did not know... I thought I'd lost it at the hotel. What do these abbreviations mean? Oh, no. I beg you, I can't. If I told you, it would only make things worse. But I will find out eventually, Mr. Nelligan. Ja, das... Davon kannst du ausgehen. Jetzt werden wir den ersten Mal hier... Shut up, checken den Boy. Wir machen jetzt hier dieses, wie heißt das? Check mein Outfit, was auf YouTube ja gerade voll populär ist, gell? So, eine schäbige Mütze. Also, was ist das? Das Gucci? Nein. Kannst dich schon verpissen mit dem Ding da. Die Jacke. Balenciaga? Na. Teurer Stoff. Okay, das könnte hier schon Gucci sein. Oh, feine Knöpfe. Ja, das dürfte ein Gucci-Jackett sein. Oh, deine Hände. Die schauen wüst aus, mein Freund. Anhaut. Narben. Ja, der Boy kommt halt von der Straße, gell? Dünner Hals. Ja, muss halt mal ein bisschen was essen, gell? So, was haben wir jetzt übersehen? Nein, wir überspringen das nicht. Ich brauche sämtliche Informationen. Kurze Ärmel. Okay, was sollten wir denn kurze Ärmel sagen, bitte? Deine Hose ist auf jeden Fall viel zu lang. Die muss kurz unterm Knie aufhören. Der Typ hat keinen Peil von Mode. Eine Rolli trägt er auch nicht. Ha, was bringen wir da jetzt zusammen? Einbruchsversuche, aufgespießt an der Wand. Peter Carey wurde mit einer Harpune in der Brust getroffen und an der Wand aufgespießt. Wie ein Schmetterling. Peter Carey hat zwar ein Messer, konnte es aber nicht einsetzen, hatte keine Zeit dazu, dem... Scheiße, was kann da jetzt zusammenpassen? Ein Gärtner, ja, das ist Nelligans Notizbuch. Blutspuren auf dem Deckel, die darauf hinweisen, dass das Notizbuch nach der Tat in die Blutlache gefallen ist. Das ist allerdings interessant. Mit was können wir das verbinden? Peter Carey hatte das Rauchen vor langem aufgegeben, aber möglicherweise hat er den Tabakbeutel behalten. Seine Frau hat den Beutel zuvor noch nie gesehen. Was könnten wir kombinieren? Wie gesagt, dass das Notizbuch danach reingefallen ist, ist natürlich interessant, aber... Ja,
Nett ist beides, bringt nichts. Man kann auch einfach durchklicken. Das Notizbuch, mit was könnten wir das kombinieren? Einbruchsversuch. Die Einbruchsversuche fanden statt, um das Notizbuch wiederzuholen, das im Blut des Opfers lag. Was könnte bedeuten, dass die Person, die diese Einbruchsversuche unternommen hat, auch der gesuchte Mörder ist? Könnte es bedeuten, tut es aber nicht. Ich bin mir sicher. Das war da jetzt nicht alles, oder, was wir daraus schließen können. Ich glaube, wir können noch mehr machen. Ja, was bringt uns das hier? Wir müssen herausfinden, ob eine wenig begabte und untrainierte Person eine Harpune so werfen kann, dass sie damit einen Menschen an der Wand aufspießt. Nein, kann sie nicht. Auch das wissen wir jetzt schon. Oi, oi, oi. Jetzt wird experimentiert, Freunde. Watson! Ach, da sind sie. A spot of wailing, Watson. Would you care to take part? Are you serious? Mhm. No. But we do need to clarify what happened on the night of Black Peter's murder. A reenactment, then? Is something bothering you? Mhm. The sailor's knife, Watson. Why was it on the floor? Peter K. Das ist doch nicht das Problem! Dieser kleine Hosenscheißer kann halt nicht einen Mann mit einer Harpune an der Wand aufspießen. I don't quite follow you. Tell me, my friend, what is the animal closest to man? Morphologically, I mean. Ah, I see what you're getting at, Holmes. You asked me that once before. On the Ripper case, I believe. Do you want to slit some more pigs' throats? No. Thank goodness for that. I wish to impale one with a harpoon. Wonderful. Watson, let us pay a visit to our butcher friend in Whitechapel. We require the carcass of a well-fed pig. And the harpoon? Solange er nicht mich nimmt. On the wall of Black Peter's cabin should do quite nicely. So, dann fahren wir Whitechapel Metzger. Alter, der ist ja am Arsch. Willst du mir sagen, dass zwischen hier bis da kein Metzger ist? You need to take a harpoon with me. Eine Harpune müssen wir mitnehmen. Wo haben wir denn meine... Wo ist denn meine gute alte Harpune? Habe ich nicht sogar schon eine gesehen? Hier ist keine. Hier ist auch keine. Dann fahren wir Woodman's Lee und schauen, ob wir die im Tatort kriegen. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen. So, rein da und dann... Ach, da hängen ja auch noch welche. Das ist doch wunderbar. Zack. Auf geht's zum Whitechapel-Metzger. So, Whitechapel-Schlechter. Ach, das ging ja schnell. Will ich jetzt mal Harpünchen her? Das irgendwie auswählen im Inventory? Nein. Aber ich schmeiß das, gell, Watson? Hey. Well... Here we are in the preparation room. I can't say that I like the smell of it much. What do you intend to do? I'm flaming that. I indulge myself in a little experiment. The challenge of lancing a pig's carcass with a heavy harpoon. A little experiment? Stand aside, Watson. This might be dangerous. Was heult denn der da so rum? Eine tote Sau, da kann ich doch einen Speer reinschmeißen jetzt. Es ist ja auch wirklich interessant. Ach du Scheiße. Ja. Oh, war doch okay. Aim better and throw as hard as you can. Na Scheiße, das ist echt schwer. Oh, okay, ich muss höher, auf jeden Fall höher halten. Mit Schmack. Kess. Jetzt hat. Zack. This is the best possible result that I could get. Do you see, Watson? Throwing a harpoon and pinning a man to a wall. Requires either exceptional strength and training or diabolical luck. If it was luck, then it was a chance in a thousand that night. Well, yes. Let us leave now. All right. But before we go, I suppose I'll have to pay for all these carcasses you've happily mangled. Very well, but please hurry. Of course. Der Lauch. Das sollte Lauchson heißen. Dann fahren wir jetzt zu Scotland Yard und dann sollen die den Boy mal wieder rauslassen hier. Ach, jetzt kann ich was anderes herleiten. Nötige Kraft. Aufgespießt an der Wand. Bedarf einer viel größeren Kraft als die einer durchschnittlichen Person, um die Brust eines Mannes zu durchstoßen und ihn an der Wand aufzuspießen. Höchstwahrscheinlich ist aus Training erforderlich. Zwei Personen können zusammen dasselbe Ergebnis erzielen. Glückswurf, es besteht die geringe Möglichkeit, dass es einer untrainierten und durchschnittlich kräftigen Person gelingen könnte, Peter Carey mit einer Harpune an der Wand aufzuspießen. Nein, es ist ganz große Kraft erforderlich. Aber keine Scheiße. Das sagen wir jetzt dem... Wie heißt er? Ach, da steht er eh. Darf er gehen oder was? Nee, ist er nicht. Wie heißt jetzt der Polizist? Lestrade.
am I doing here? I've done nothing wrong. Du bist da eingebrochen. Willst du mir jetzt erzählen, dass das nicht illegal ist? Das habe ich irgendwas übersehen vielleicht. Untersuchen Sie John Hopley in Elegance persönliche Gegenstände, die sich in der Asservatenkammer von Scotland Yard befinden. Das habe ich schon gemacht. Boah, ich hasse das, wenn ein Spiel meine eigene Reihenfolge einfach nicht akzeptiert. Ich habe ihn doch sogar auf das Ding angesprochen. Ah, Dawson. Mann. To my friend and partner, 1883. Dawson. I've seen this name before. Perhaps my archive holds the answer. Vielleicht finde ich in meinem Archiv die Antwort. Okay, jetzt müssen wir in die Baker Street. Erfragen im Archiv. Ein schwerer vergoldeter. Dann schauen wir erst im Archiv nach, weil vielleicht haben wir da ja Informationen. Und wenn der uns dann irgendeinen Bullshit auftischt, dann können wir ihm gleich hier sagen, dass wir die Wahrheit wissen und dass wir uns keine Scheiße erzählen. So, Startschuss für die erste elektrische Eisenbahn. Was? Achso, ich muss jetzt die Dawson & Nelligan Pleite. Der Dawson & Nelligan Investment Fonds, eine regionale Bank mit Sitz in Cornwall, hat nach schweren Verlusten im Kreditbestand Konkurs angemeldet und wird infolgedessen in Kürze aufgelöst. Es lebte ein Mann in Cornwall, der war viel größer als sein Bett. Sein Körper passt darauf, aber niemals hinein. Ach, wenn ich doch nur nicht so einen großen Kopf hätte. Keine Ahnung, wo ich das hier habe. Es handelte sich dabei um die 23 größte Bank in England und der Konkurs ist der zweitgrößte der Geschichte. Die Auflösung des Unternehmens ist für viele Familien in Cornwall eine Tragödie. Joshua Nelligan, einer der Vorsitzenden, das ist der Papi, ist seit dem Bekanntwerden der Neuigkeiten spurlos verschwunden. Zuletzt war er dabei gesehen, wie er an Bord seiner Yacht ging und seine Fahrt nach Norwegen vorbereitete. Nelligan wird sowohl von der Polizei als auch von den Kreditgebern gesucht. Also da ist er auf jeden Fall irgendwie auf den Peter Carey gestoßen. It is time to ask him. Genau. Was werden wir jetzt tun? So, Herr Nelligan. Was haben wir hier? Dawson, Nelligan und der Goldring. Worauf gehe ich denn da jetzt bitte ein? Charakteranalyse ist abgeschlossen, ja, und dann? Ach so. I have heard the story of Dawson and Nelligan, the West Country bankers. Yes. Joshua Nelligan was my father. I am aware that it had a bad ending. When the bank failed, it ruined half the families of Cornwall, whereupon Joshua Nelligan disappeared. My father was under extraordinary pressure. Dawson had retired. I was only 10 years of age at the time, but it was still old enough to feel the shame that befell our family. My father was convinced that he could pay off all his debts if the creditors gave him time. He set sail for Hammerfest in Norway in his small yacht just a few days before an arrest warrant was issued. He left my mother a list of the securities he was taking. No word was ever heard from him again. We believe that his vessel went down, taking with it everyone and everything on board. Thank you for the story, Mr. Nelligan. At last, we are making some progress. The police seized this valuable ring from you. Whose is it? I didn't steal it from anyone. It has always belonged to me. Babus. Ringe, Gravur, scharfes Messer, Profilbild des Opfers, Jacke des Vaters, er hat schon immer mir gehört. The ring's date of engraving is many years ago. You would have been a child then, hardly in any position to receive such an item from a partner. Er hat seinem Vater gehört. So, Mr. Nelligan, who is the true owner of the ring? The ring is mine. Willst du mich jetzt verarschen? No, Mr. Nelligan. I believe that the ring had belonged to your father. Wusste ich doch. But how do you know? Wie kann ich das wissen? Wie der Boy nicht weiß, mit wem er spricht. Wealth could afford. You do not seem to me to be a rich man, Mr. Nelligan. Furthermore, the garment is ill-fitting. It is quite clear that it belonged to someone else, most probably your father. With your father gone and taking with him the family's wealth, as a little boy you had to find yourself a manual job, and it was most probably cleaning fish. You cut your hands often while working. I can tell from the scars. I'm speechless, Mr. Holmes. It all happened exactly as you say.
Interesting. Joshua Nelligan and Peter Carey were both at sea in Norway. There is definitely some connection between Peter Carey and Joshua Nelligan. Aber er war nicht sein Mörder. Das Schiffslogbuch für das Jahr 1883 könnte Licht in das Dunkel hinsichtlich der Verbindung zwischen Peter Carey und Nelligans Vater bringen. Das heißt, wir müssen zurück nach Woodman's Lee. Da ist das Logbuch und das werden wir uns durchlesen. Das machen wir aber in der nächsten Folge. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis dahin eine schöne Zeit.